Und ja, meine heiligen Brüders, wir sind wieder hier in Fortnite auf der Nintendo Switch. Und man könnte sagen, heute am heiligen Sonntag zum dritten Advent wird es sehr heilig im Item Shop. Einige haben es mitbekommen. Der ehrige Bube. Ja. Er ist jetzt am Start. Der heilige Fischbruder in der Weihnachtsform. Oder auch Elfstäbchen. Sorgt dafür, dass es für eure Gegner wirklich ein Last Fischmiss wird. Ja, logisch. Die Brüder. Ihr seht, es wird natürlich sehr wild und ich habe noch einiges anderes im Köcher. Es geht um die Reboot-Friend-Angelegenheiten, das Programm-Event, wie ihr das auch immer nennen wollt. Da gibt es einige Infos zu und es gibt auch einige Infos zum nächsten Update und auch zum letzten Update für dieses Jahr. Lassen Sie dementsprechend jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Vielen Dank und moin und abonniert hier gerne rein für die kompletten Kicks. Aktivieren Sie die Glocke und das schmeckt. Ich würde sagen, wir kommen direkt mal, weil wir es gerade hier gesehen haben. Ja, Fischmiss, meine Freunde. Ja, es gibt nicht nur den Fischwoch, jetzt gibt es auch noch Fischmiss. Hätte ich aber auch irgendwo selbst drauf kommen können. Und er ist natürlich sehr ehrenlos und wird sich deswegen auch eingestrichen. Hier haben wir noch seine Festtagshaken. Die werde ich mir aber nicht erwerben. Aber wenn ihr euch den Fischbruder in der Weihnachtsform und den Fischknacker ehrenlos holen wollt. Random KAD. Der Creator Tag, meine Freunde. Tragen Sie ihn ein. Für den Flex. Ja, es schmeckt. Es ist sehr deliziös. Und jetzt sind wir auf Weihnachten auf jeden Fall eingestimmt. Oder auf Jenachten. Grüße und Kuss geht hinaus. Ja, wirklich sehr, sehr coole Angelegenheit. Und er ist natürlich auch je. Aber ich glaube, das sehen Sie selbst. Von daher gesehen, Last Fishmas. I gave you my Barsch. Die Kicks. Ja, jetzt da wir nochmal hier natürlich im Shop sind. Einige Sachen, die Sie hier noch erwerben können, wenn Sie mögen. Wir werden natürlich jetzt hier nicht ja, groß das Shop-Video machen. Das ist heute nicht so der Punkt. Ich wollte eigentlich nur ehrenlos den Fischbruder holen. Und dann ist die Sache auch schon für mich gegessen. Wir kommen jetzt nämlich zu der Angelegenheit mit Reboot a Friend. Falls ihr das nicht mitbekommen habt. Reboot a Friend wird ein Programm, ein Event sein, das sogar schon testweise in einigen Ländern angelaufen ist. Unter anderem Brasilien. Und natürlich noch einige andere Länder. Aber in diesem Programm geht es eben darum, einen Friend wieder dazu zu bringen, Fortnite zu spielen. Reboot a Friend, ich weiß nicht, wie dieses Programm auf Deutsch heißen wird, aber wirklich sinngemäß heißt es nichts anderes als bringe einen gefallenen Ehrenbruder dazu, wieder Fortnite zu spielen. Und wenn du das schaffst, kriegst du ein paar Belohnungen. Und diese Belohnungen werden wir uns jetzt angucken und wann das bei uns startet. Also, wir kommen auf Twitter, so wie immer. Und wir kommen natürlich gleich auch zu den Belohnungen, wie die Ingame aussehen. Aber ich habe da letztens so eine Seite gefunden. Da werde ich ihn erstmal vortragen. Aber nochmal hier, fischige Ehrengrüße an StressLP. Er hatte gestern wieder mal die kompletten Kaufkicks gehabt. Spielen Sie es ab. Und auch hier natürlich, ja. Ehrenmann, danke nochmal. Like und Retweet gingen auf Ehre raus. Und wenn ihr den Fischbruder auch holen wollt, so macht davon gerne ein Video oder ein Foto und zeigt die Kaufkicks mit dem Zoom-In. Kommen Sie heran. Wir haben hier nämlich im Fandom-Wiki, so ein Fan-Wiki ist das für Fortnite und von Fortnite-Fans, die haben das so ein bisschen erklärt. Also das Reboot a Friend-Programm ist ein Programm oder Event, sagen dazu auch einige, dass Spieler belohnt dafür, dass sie mit Freunden spielen, die seit einiger Zeit kein Fortnite mehr gespielt haben. Das klingt erstmal ein bisschen dubios. Man weiß auch nicht so genau, wie hier steht, wie lange der gefallene Ehrenbruder kein Fortnite mehr gespielt haben darf, damit man das eben bekommt. So. Am Ende kann ich mir sogar vorstellen, dass egal, ob du einen mit einem Freund spielst, der erst gestern gespielt hat wieder oder erst vor 3 Monaten, dass alle, die zusammenspielen, irgendwie was bekommen. Safe, weil das dann wieder nicht funktionieren wird. Wir sehen es doch kommen so. Eben das ist es halt eben. Und als Belohnung gibt es halt eben kosmetische Items. Und die Belohnungen stellen sich folgendermaßen zusammen. Es gibt dieses in
Genau, die gibt es in Challenges. Ja, und bei einem Spiel bekommt man hier den Reboot-Emoticon, der Reboot-Wagen halt eben, der Wiederbelebungswagen, wie man den auch immer auf Deutsch nennt, ich habe gar keine Ahnung. 5 Spiele, die man mit einem gefallenen Ehrenbruder spielt, bringen die Key-Change-Lobby-Musik. Ist auch ganz cool. 10 Spiele, die man miteinander spielt, geben sogar diese Twin Tailors, das sind Doppelechse, sehr, sehr nice. Und 20 Matches gibt hier, Sie sehen es schon, eine Lackierung. Ja, und nicht irgendeine Lackierung. Es handelt sich dabei nämlich um die Holofoil-Lackierung. Und das Reboot of Friend Event, nochmal ganz kurz hier, startet morgen am 14. Dezember um 9 Uhr. Ab da an könnt ihr wahrscheinlich diese Challenges machen. So ist der aktuelle Stand laut Wiki. Zu bestaunen. Und dementsprechend gehen wir da natürlich rein. Gucken wir uns das an. Also Key Change hier. Da geht es natürlich um die Musik, das ist klar. Werde ich sie natürlich kurz, ja, das Ganze showcasen. Ja, das sind dann wahrscheinlich die kompletten Piano-Kicks, würde ich sagen. Da haben wir hier eben die Äxte, ja klar. Mhm. Wunderbär. Der Revival-Bus, Reboot-Bus. Und die Holo. Foil-Lackierung. Hier hätten wir sie. Die ist sehr goldig irgendwo, oder? Bruder. Hat so chromatischen Look. Sieht sehr nice aus. Ja, das ist auf jeden Fall eine wunderbare Angelegenheit, was uns hier an kostenlosen Items gegeben wird, dafür, dass wir mit Freunden, die seit längerer Zeit nicht mehr gespielt haben, ja, eben diese Belohnung bekommen können. Finde ich sehr cool. Erinnert mich auch so ein bisschen an Yo-Kai Watch Pony Pony, da gab es ja mal sowas ähnliches, und zwar na, eben auch Freunde einzuladen, die seit längerer Zeit nicht mehr gespielt haben. Und wenn sie sich dann eingeloggt haben, haben alle irgendwie Items bekommen, so. Man kennt diesen Aal doch. Das dann soweit dazu. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu diesem Update-Thema, Jungs. Und zwar, es hat sich wohl irgendwie so erübrigt, dass das nächste große Update, wir sind ja immer noch bei 15.0, wir Switch-Brüder, wir haben kein Mantanos-Patch oder so bekommen. Wahrscheinlich, weil es gar nicht nötig war. Man kennt's. Aber 15.10 wird alle Voraussicht nach die nächsten Tage kommen. Davon gehe ich aus. Ich denke, denn ab nächster Woche oder ab den kommenden Tagen, man weiß diesen Zeitpunkt noch nicht, aber Epic Games wird sich eine Winterpause gönnen, Jungs. Und das bedeutet, 15.1 wird das letzte große Update sein, das wir bekommen werden. Vielleicht wird es nochmal so kleinere Updates geben, dass es dann irgendwie 15.11 geben wird oder so. Aber im Endeffekt wird 15.1 das letzte große Update, und da ist dann alles drin, was wir für die nächsten 2-3 Wochen benötigen. Und das sind halt eben diese 14 Tage Fortnite oder auch Winterfest 2020. Belohnungen, Challenges, alles, was halt eben da reinzählt. Dann eben noch dieses Silvester-Event, das ja jedes Jahr stattfindet, wo es halt eben Raketen gibt und so. Die wird man wahrscheinlich auch schon in 15.1 einbauen. Sehr wahrscheinlich, weil wie gesagt, ab den nächsten Tagen, also wirklich nachdem sie das Update nächste Woche inshallah rausgebracht haben, was ein sehr kluger Zeitpunkt wäre, weil wenn sie in den Urlaub fahren, ohne das Update rauszuhauen, wäre ja sehr scheiße, Brüders. Dementsprechend, die Uhr tickt und es wird knapp mit der Zeit. Und daher sollten die auf jeden Fall gucken, dass sie in den nächsten Tagen das Update rausschallern. Und dann wird es das letzte Update für dieses Jahr sein. Das allerletzte Update für dieses Jahr, das nächste würde wahrscheinlich irgendwann Anfang Januar kommen oder so. Na, aber man muss aber auch sagen, eben wie ich auch schon bei der letzten, wann hatten die zum letzten Mal Pause gehabt? Wann war das? Irgendwie nachdem diese Apple-Gerichtsklagen waren und so, ne? Dass sie sich gesagt haben, ja Jungs, also war so viel harte Arbeit von all den leeren Wochen ohne Content. Oh, ja, wir müssen jetzt erstmal Urlaub machen. Naja, also ich so ist ein bisschen mein Eindruck, ich weiß es nicht. Kommt mir ein bisschen so vor, kam mir in den letzten Monaten
ein bisschen so vor. Aber jetzt natürlich die Winterpause. Mashallah, die sei ihnen ihr gönnt. Aber dann soll aber auch wirklich Content da drin sein. Da will ich hier wieder diese Winterfestreiter sehen mit fetten Weihnachtsbäumen und Geschenken. Und dann sind alle zufrieden. Ansonsten rasten wir komplett aus. Das sind jedenfalls so die momentanen Beweggründe und Statements. Ja, also ich gönne Epic, wie gesagt, den Urlaub. Wie ist es mit Ihnen? Schreiben Sie es in die Comments. Ansonsten lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da. Wenn Ihnen das Video gefallen sollte, vielen Dank, Mann, meine Bros. Abonnieren Sie gerne rein für die kompletten Kicks. Aktivieren Sie die Glocke und dann wird das schmecken. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Und tschüss.